So, da sind wir dabei Sons of the Forest. Da ist eine Frau oder so. Hallo? Jagen wir die jetzt oder was? Bin schön, wie die mich angegriffen hat und direkt einen Rückschlag bekommen hat. Gut. Die hat direkt beide Bist du ihre Beine verloren. eigentlich? Doch ich Gut. vertrag es doch einfach. Es ist ein Wort, das ist easy zu sagen. Nur drei Buchstaben, mehr brauchst du nicht. Nun sag es mir ins Gesicht. Volle Gut, Tür. Die Herde Gut, die kannst du essen. Gut, ist weniger als die, das mehr. Warum? Ich meine, ihr könnt noch hier links sein, gern machen stattdessen. Weißt du mal nicht, ich bin auch in einem Baum. Denke kurz nach. Ein Wort hilft dir, das hilft dir ganz klar. Drei Buchstaben, merke sie dir. Dann bist du noch ein bisschen länger hier. Gut, die Herde Keule. Gut, die kannst du essen. Gut ist weniger als viel, gleich mehr. So, da muss dann noch auf dem Weg nach oben muss dann ein bisschen zugemacht werden, weil sonst könnten die da auch hochgehen oder runtergehen. Ja. Warum haben wir da hinten jetzt auch eine Elch? Ja. Sucht der hier, wie ist der hier überhaupt reingekommen? Geh weg. Von wo bis wo wollen wir hier das haben? Weil sonst könnt ihr einfach von oben drüber springen. Ich muss hier gerade erstmal an dem Elch vorbei. Ohne dass er mich angreift. Ich glaube, das ist schon Sachen. Das ist schon Sachen. Das ist schon Sachen. Oder da noch? Unten ist Milch. Da unten ist Milch. Ja, das ist ja wahrscheinlich derselbe, der hier einfach durchgegangen ist, als das hier nicht geladen wurde. Okay. Lass uns doch die Mauer bauen. Ja, aber wie willst du die von da bis da bauen, ohne dass die da drüber springen? Dann einfach noch leichter als sonst sowieso schon. Machst hier so einen leichten Kreis unten. Okay. Also hier. Und dann einfach hier rüber. Okay. Und den Stein hier irgendwie drüber. Und dann haben wir es ja. Okay. Kurve, 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 Kurve. Kurve, 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 Kurve. Weiter in die Richtung. Und sonst machst du hier viel zu viel von unserem Platz halt weg. Jetzt machst du zu viel Kurve.
Ja, Spiel, lass mich da bitte platzieren, danke. Okay. Danke. Was? Es geht hier immer nur an einer Stelle, weil du so Kurven hier reingemacht hast. Du hast gesagt Kurve, 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 Kurve. Ja, weil du einfach geradeaus hier reingebaut hast. Junge, was will ich denn? Ich hab nur gebaut, du bist der Beobachter. Und wie lange liegen sie schon hier? Gestern. Morgen Baldur's Gate. Du das so sagst. Wollte dich fragen, ob du mir helfen willst bei einem Song für Baldur's Gate. Okay. 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 Da halt irgendwas, was wir halt für ein Intro benutzen können, sobald wir halt nicht mehr das Normale da benutzen. Nach der ersten Folge. Wer weiß, wann die rauskommt. Ja. Das ist so eine richtige Movie-Produktion, deswegen dauert das so lang. Ich muss gerne an den einen Nekromantenkeller in dem Goblindorf denken und er hat gesagt, natürlich, Keller, Zombies! Der, wo du die ganze Zeit niedergeschlagen wirst. Ja. Weil die mich einfach gehasst haben aus irgendeinem Grund. Ich finde das immer so komisch, wenn ich einfach nur Leo mit Yuria vergleiche. Warum? Weil Leo im Vergleich kompetent ist? Nein, weil Leo im Vergleich halt gefühlt null Schaden nimmt, egal was passiert. Ich meine, du hast irgendwie ein Armor-Rating von 21 oder so. 23. Siehst du mal. Und Yuga hat was? 12? Ja. Ist das noch ein höher? Ja. Ich kann so nicht durch. Ich hau sie weg. Speck, wie Speck. Gut. Kann man da nicht irgendwas hin tun? Sollten doch. Sollten doch. Sollten doch. Oder? Kann ich da was hinpacken? Nö, weil ich da nicht hingucken kann. Ansonsten könnten wir auch die Ecke, die sowieso raushängt, einfach hier zumachen und da was anderes draus machen oder so. Ja. Ich meine, können wir das? Ich glaube nicht, dass wir das zumachen können. Und wenn ich da versuche, das hinzulegen, wird das nur weggeworfen. Ich habe dir gerade gesagt, wir könnten diese ganze Ecke hier einfach rausreißen, weil die eh raushängt. Ach, oh. Und dann können wir das hier zumachen. Okay, ja. Okay, vergessen wir die raus. Ich guck währenddessen mal, wie das funktionieren würde, wenn ich hier so eine Art Holzstrand machen würde. Garten.
Martenstrand. Gibt es? Durst-Ugubu. Ja, das will ich tun, aber jetzt noch nicht. Warum muss man das Zermal auf Holz schlagen, damit das rausgeworfen wird? Rausgeworfen? Ja. Aus der Wand entfernt. Bei mir nicht. Gut. Was machst du da überhaupt schon wieder? Ich hab dazu gemacht. Wofür musst du da dann schlagen? Ich hab einen Fenstergang gemacht. Was, gegen die Wand? Nee, gegen den Wasserfall, damit der Wasser reinkommt oder so. Guten Tag. Zum Wand. Ja, gib mir Stellung bitte. Okay, fuck you. Kommt so ein Typ zum Grab-In und macht dir das Fenster zu, wenn du das Bestellung nehmen willst. Drücke Bärscher. Magier, Beißer. Drachenberger. Nee. Wie ging das Drachenjäger-Intro nochmal? Ach so. Jetzt, wenn ich das in irgendeiner Form rezitieren konnte. Ich wusste nicht mal, dass es Englisch war. Die Sprache. Ich habe gedacht, die sagen da irgendeine Scheiße. Gut. Weil ich es zu dem Zeitpunkt, wo ich es geguckt habe, nicht verstanden habe. Gut. Als Englisch. Warum hast du das geguckt, scheinbar? Weil das super war. RTL. Warst du noch viel zu jung? Nee. Wann war das? 2005 bis 2007, da war ich doch nicht viel zu jung. Klar, ja, du warst da doch irgendwie... 3. Nee. Da war ich 4 bis 6. Ich war da fast 10. Ihr Vater war recht klein. Der Vater war in einem Verein. Was machst du da oben? Ich spring. Ist das gut? Was? Das hier in der Ecke. Das konnte ich nicht entfernen. Kannst du kurz Umgebungszerstörung anmachen, damit ich das rausnehmen kann? Ich habe das Gefühl, dann explodiert hier sehr viel. Nö. Gleich sehen wir hinten, dass unser komplettes Ding jetzt kaputt geht. Die komplette Plattform. Mach. Ich meine hinten auf dem See. Machst du überhaupt irgendwas?
Wieso funktioniert das mit der Kettensäge, aber nicht mit der Axt? Sekunde. Okay. Kann ich wieder ausmachen. Ja. Ich finde es schön übrigens, scheinbar tun das mehrere Leute einfach den Strukturschaden ausschalten. Ja. Scheinbar will echt wirklich keiner das Spiel so spielen, wie die Entwickler sich das gedacht haben. Ja, ne? Transportsystem, seh den Kelvin schon umdrehen, Dreck sagt Dummkopf 0815. Und hier sieht das noch gut aus, aber sobald. So weiter man hier hinten hinkommt, sieht es nicht mehr so schön aus. Verstehst du, was ich mir hier denke? Ich möchte hier so einen Holzstrand. Achso, du meinst das hier? Ja, es soll ein Holzstrand werden. Was fuck ist ein Holzstrand? Jetzt nicht in Schwimmbädern, wenn die da so eine Holzplatte da haben oder sowas? Nee. Ich schon. Das hört sich schmerzhaft an. Ne, das ist eigentlich recht nett. Erstmal Splitter entziehen. Das sind ja nicht solche Holzplatten. Er kann es ja auch nicht gut aussehen. Also wenn da so Splittergefahr wäre, dann würden die die Sachen nicht aus Holz machen, habe ich das Gefühl. Hier unten dann einfach nochmal das gleiche, aber in kleiner. Das Haus oder was? Das Haus, der Zaun. Da kommt hinten man dann immer in eine andere Gemeinde. Ja, und hier hinten dann nochmal den noch kleiner. Und der Anführer von der Gemeinde ist dann immer so eine kleinere Version von dem eigentlichen Anführer. Ja. Und redet dann plötzlich leicht anders, hat dann aus irgendeinem Grund einen spanischen Dialekt. Warum Spanisch? Warum Dialekt? Du bist krank. Du nicht so, als wenn es irgendwas machen würde. Deine müden Knochen krachen wie dein alter schwaches Herz. So krank. Krank. So krankes. So krankes. Ab, yes, 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 yes. Da eat chicken. Ich soll vielleicht heute mal bei Dragon Ball weitermachen. Keine Ahnung, sehen wir dann. Ich meine, wir gucken ja jetzt wahrscheinlich eh gleich, wenn wir da einen Text schreiben wollen, auf Zoom oder so. Ja. Ich mag den Nebel da unten. Der Nebeler. Der Nebeler. Die Nebelungensage. Die Lungensage. Die Lungensage. Da schreit jemand rum. Ist Virginia hier gerade runtergesprungen? Sehe sie zumindest nicht. Da unten. Aber die wird angezeigt da unten. Mhm. Ach, die ist hier unten runter. Hallo. Wie ist das eigentlich, wenn man von da oben gucken würde? Keine Ahnung, aber die Folge ist vorbei. Sehen uns dann in der nächsten Folge. Willst du noch eine machen? Ja. Okay.